Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Spore. Ich bin der Philly Boy und ich hoffe, ich kann euch unterhalten. Und zwar, wir sind in der 15. Folge und ich starte gleich mein Spiel. Und ich entschuldige mich nochmal für die letzte Folge, falls ihr sie gesehen habt. Wenn nicht, Link ist in den Anmerkungen. Ich mache hier noch einen Link rein. Und ja, die letzte Folge war mal so dermaßen ein Fail. Und ich hoffe, ich komme überhaupt noch ins Spiel rein. Es sind schon so ein paar Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Wir sind zurzeit in der Zivilisationsphase. Und ja, beim letzten Mal, naja, das war die verbiebte Folge. Und da hatten wir hier so ein paar Herbert-Häuschen gebaut, ein bisschen rumgekämpft oder so. Das habe ich dann alles im Zeitreffer abspielen lassen. Und ja, was ist das für ein Geräusch? Piep, piep. Werden wir angegriffen oder was ist hier los? Was ist da los? Oh. Oh oh. Deine Stadt wird angegriffen. Verteidige sie, indem du Geschütze aufstellst, neue Gebäude errichtest und für mehr Zufriedenheit sorgst. Okay, okay, okay. Okay. Dim, 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 dim. Geschütze. Bam. Bam. Kann ich mich bewegen? Nein. Noch mehr. Ich gebe mein ganzes Geld aus für Geschütze. Zack. Zack. Das wird sowas von die Festung. Boots. Und Boots. So, jetzt sollen sie mal herkommen. Jetzt sollen sie mal herkommen. Eine Fabrik. Machen wir später vielleicht. So. Okay. Ja, jetzt sollen sie mal ankommen. Jetzt sollen sie ankommen. Wir haben keine Fahrzeuge mehr. Wo sind meine ganzen Fahrzeuge? Wer greift mich an? Wer greift mich an? Da. Was ist das denn? Ihr sollt sie abballern. Okay, wir bauen erstmal eine Fabrik. Ganz entspannt. Ganz entspannt machen wir erstmal eine Fabrik. Zum Anfang der Folge ein bisschen was basteln, bauen. Eine Fabrik. Okay, eine Fabrik. Eine Fabrik braucht erstmal so einen Megaturm. Wo dann die Abgase abgelassen werden. Und dann so eine Verjüngung irgendwie, wenn es geht. Gibt es sowas? Verjüngung? Sowas, ja. Und da kommen dann die Abgase oben raus. Und dann brauchen wir noch so ein Hauptgebäude. Ich kenne mich da so ein bisschen im Fabrikbau aus, ja. Und ja, ein kleines Dach. Weiß nicht. Vielleicht. Ja, warum nicht? Ah, gefällt mir. Gefällt mir. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch auch gefällt. Und dann hier machen wir noch so einen Helikopterlandplatz oder was auch immer das darstellen soll. Und ja, eine schöne Tür. Druckschleuse, ja, eine Druckschleuse. Das sieht so industriell aus. Und ein paar Blenden, Bullung. Haben wir so ein paar Achso. Ah, falscher Reiter. Haben wir irgendwie so ein paar. Ja, doch. Oh, gefällt mir. So. Zwei Fenster. Und hier kommt auch noch was hin. Noch so ein Kastenfenster. Und ich würde mal sagen, das ist die wunderschöne Fabrik 2.5.7823. Piep! Ja, gehen wir sie mal schön lackieren. Ja, das gefällt mir auch gleich auf Anhieb. So schön mit Steinen, so richtig, richtig grundsolides Werk. Und Fabrik benennen, die heißt Fabrik benennen. Nein, oh, wir müssen sie benennen. Anstalt des... ja, mir fällt wieder mal nichts Gutes ein. Und deswegen sage ich einfach Anstalt des... Philipp Boys. Ich bin so ein Diktator, Oberchef und versklave die ganzen Arbeiter. Und deswegen ist das die Anstalt des Philipp Boys. So, und dann werden wir gleich mal eine errichten von unserem Geld, das wir noch haben. Oh, das finde ich natürlich gar nicht toll, wenn ich sowas baue. Okay, okay, okay. Die finden das gut? Ne, die finden das schlecht. Bam, aber ich baue es trotzdem hin. Ohne Spaß, kein Fun. Rathaus, Unterhaltung. Und wir bauen noch ein Haus. So. Und dann, obwohl, das Haus hätten wir da einbauen können. Dann haben die noch Zufriedenheit. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, und dann, Geschütze haben wir voll ausgerottet. Machen wir einfach Action. Ah! Was stand da? Designer eine profitable Stadt. Cool, haben wir geschafft. Brr, brr, brr. So, wir werden dann mal ein bisschen was ausgeben. So ungefähr. Dann wählen wir alle mal aus.
Und wer uns angreifen will, der wird einfach mal zurück angegriffen, würde ich sagen. Und deswegen Stadt erobern. Zack. Die werden schon von... Aha. Greifen wir denen zuerst. Boots. Ja, flieh. Oh. Ach nee, Grün war unser Freund. Entschuldigung. Naja, kann ja mal passieren, ne? Stadt kaufen. Mehr Handel benötigt. Kontakt. Nee, wir erobern. Wir sind miese Eroberer. Boah, der Sound ist echt laut. Ich hoffe, er ist nicht für euch zu laut. Stellen wir mal so runter. Und Angriff. Oh, die haben auch Geschütztürme. Ja, die Stadt ist echt... Die wird von zwei Seiten angegriffen. Krass. Und gleich hat sie gelb. Aber jetzt Rückschlag. Boots. Wo ist unsere Stadt? Wir können keine Fahrzeuge mehr. Er fordert mehr Häuser. Okay, dann bauen wir noch ein Haus. Boom. So. Aber wir bauen erstmal kein Fahrzeug. Wir haben erstmal genug Landfahrzeuge. Angriff! Ja, wer ist der King? Philly Boy! Ja, wir haben nur noch 9 Städte vor uns, die wir erobern müssen. Und die können uns alle hier nicht leiden. Obwohl, die haben so eine gelbe Gesichter, die haben ein rotes Gesicht. Gleich gehört sie uns. Ne. Und ich habe schon wieder nicht darauf geachtet, wann wir die Folge gestartet haben. Egal. Ich werde sie irgendwann beenden. Oh yeah. Ihr müsst euch ergeben. Tja, jetzt schließen sie sich mir an. Wir werden die Weltmacht auf Philitropoli oder wie auch immer das heißt. Ich weiß es gar nicht mehr. Tada! Du hast diese Wirtschaftsstadt mit militärischen Mitteln erobert. Wirtschaftsstädte können Handelsrouten einrichten, um deine Beziehungen zu pflegen und schließlich andere Städte zu kaufen. Wähle das Spezialgebiet dieser Stadt. Militärisch, natürlich. Was denn sonst? So, die werden schon geheilt bei meiner Stadt. Und wir werden gleich mal etwas bauen. Die werden hier gleich mal schön ausgestattet mit ein paar Türmchen. Aber nicht so viele wie bei unserer Hauptbasis. Einen noch. Und dann bauen wir noch ein Haus hin. Und eine Fabrik. Einfach weil wir es können. Und ja, dann haben wir auch schon fast gar kein Geld mehr. Aber für Unterhaltung ist immer gesorgt. Deswegen machen wir einfach okay und los geht er. Der Peter, ja, verzieht euch. Was ist das eigentlich? Okay, geht nichts. So, in der vorherigen Folge... Oh, hallo. Das ist echt krass, 3000 Leben. Aber hübsch, mit den Schmetterlingsohren, Flügeln, weiß nicht. Ja, in der letzten Folge, die verkackte Folge, da hatten wir versucht... Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? In der letzten Folge hatten wir versucht, welche Stadt, irgendeine Stadt, versucht anzugreifen. Ich weiß gerade gar nicht mehr welche. Moment, wir waren hier. Und. Ich weiß es gar nicht mehr. Tut mir leid. Ja, irgendwie ist hier was verkehrt rum. Ich glaube, diese Stadt. Und das werden wir auch tun. Angriff! Das ist so wunderschön, wenn wir alle gleich gemeinsam was tun. Ja, die Stadt wird angegriffen, aber egal. Machen wir ein Fahrzeug. Das bekämpft für die. Wie kann man eigentlich reparieren? Oder regenerieren sich die erst, wenn man nicht mehr angegriffen wird? Machen wir noch eins. Und der greift die an, wenn er was hinkriegt. So, wo sind denn unsere ganzen Fahrzeuge? Ihr werdet jetzt vernichtet. Sünja. Ah,
sie mitgebracht. Perfekt. Haben wir jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, das werde ich jetzt nochmal schnell austesten, ein Fahrzeug, oh, geht leider nicht, schade. Ich hätte gerne ein Fahrzeug zu Wasser gemacht. Oder zu Luft. So, wo sind denn hier die? Okay, die machen das, das, das. Brr, 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 brr. So, unsere ganzen Fahrzeuge, die werden schon so langsam dezimiert. Verzeihung. Und ich glaube, wir werden ein paar mehr Fahrzeuge machen. Ich will nämlich nicht, ungern will ich diese Stadt aufgeben müssen. Okay, einer von denen wird noch hier mit unterstützen. So, die Stadt ist in Ordnung. Da wird niemand angreifen. Das ist meine Hauptstadt. Und hier haben wir noch was? Ja, ein paar sind hier noch. Sehr gut. Wie werden die angreifen? Boah, diese Stadt ist echt umkämpft. Boah, krass. Okay, dann machen wir erstmal einen taktischen Rückzug. Oder? Und greifen dafür diese Stadt an. So, wo waren wir hier? Das ist echt krass, ey. Die Weltkugel so ist nicht mehr groß. Was ist denn hier los? Sind die unzufrieden? Ihr seid unzufrieden. Na, ich wäre auch unzufrieden, wenn ich immer angegriffen werde. So, jetzt ist es vorbei hier. Geht mal alle näher ran. Ich würde gerne für mehr Zufriedenheit sorgen. Ach, weil die zerstört sind. Okay, das kommt weg. Unterhaltung, dafür soll gesorgt sein. Noch ein Gebäude und noch ein Gebäude. Und ich denke mir, ihr habt es verdient, hier noch ein Geschütz zu bekommen. Und können wir denn nirgendwo sonst mehr? Okay, das reicht erstmal. Jetzt könnt ihr wieder zufrieden sein. Und alle Fahrzeuge. Welche Stadt wird angegriffen? Die nicht? Die auch nicht? Noch nicht? Alle meine Fahrzeuge werden jetzt erstmal hier oben diese Stadt angreifen. Erobern. Ohne Widerworte. Es wird ein wenig dauern, bis die anderen Einheiten da hinten angekommen sind. Ja, ihr heilt euch inzwischen, das ist sehr gut. Und euch kann man hier noch was bauen. Alle Plätze sind belegt, ne? Naja, macht ja nichts. Oh, ein bisschen dauert es noch. Wir müssen, glaube ich, erstmal alle Gebäude zerstören, bis wir da rankommen. Und ich hätte gerne auch noch diese Quelle hier. Die hätte ich echt gern. Dann nehme ich mal die Leute hier. Und die sollen diese Quelle für mich einnehmen. Baue und kaufe ein Wasserfahrzeug. Geht nicht. Muss ich erstmal eine Stadt, glaube ich, haben, die, Achso, hier. Hier geht das. Ja, cool. Dann machen wir das erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen. Sehr cool. Okay, als Rumpf. Was nehmen wir denn als Rumpf? Ja, das ist schon mal ein guter Rumpf. Aber das Ganze soll ein bisschen größer sein. Soll so ein richtiger Zerstörer werden. So, und das, so als Heckrumpf irgendwie. Kann man es eigentlich auch drehen, das Ganze? Nee. Das sieht auch nice aus. Piratenboot. Ganz richtig coole Sachen machen, gell? Ja, vielleicht so. So, und dann kommt oben drauf noch irgendetwas. So. Und dann eine Bordkiste. So. Das ist so erstmal der Rumpf, der Grundriss. Jetzt kommen hier noch so ein paar. Ich brauche so eine richtige Kommandozentrale, muss das sein. So eine richtige Brücke. Kommandoturm, ja, sowas. Sieht ja nach U-Boot-Style aus. Aber wir machen hier ein bisschen Te- Te- was? Was? T-
Temporadierer. Temporadierer? Okay, der radiert das Tempo. Oh, was war das? Fliegendes Auto. Wo ist der Temporadierer? Das können wir nicht. Verbaue ich das hier schon die ganze Zeit? Ah, sehr gut. So, Temporadierer. Jetzt brauchen wir was, ein bisschen was für Speed. Wasserski. Eilschwimmer. Hydroflugzeug. Flugzeug? Flugzeug. Ja, das nehmen wir. Gibt so ein bisschen Stabilität. Flüssigturbine. Hier hinten sowas. Das sieht aber nicht so cool aus. Nicht so, als ob das so richtig schnell wäre. Machen wir hier unten ein paar. Antriebspropeller. Jetantrieb. Machen wir hier hinten auch noch was. So. Okay, das ist so der Antrieb. Ich will auch nicht so schnell sein. Ich möchte eher... Wir machen hier auch nochmal so ein... Wie unser Bulldoggen-Style-Fahrzeug. Machen wir hier auch nochmal sowas. Dann können wir die ganzen Waffensysteme da dran schließen. Und zwar, hier gibt es die gleichen wie an Land. Und da werden wir das schöne, gute Stück mal richtig schön ausrüsten. Mit allen möglichen Kram. Ja, in die Luft können wir auch nochmal ein bisschen schießen. Wo, hier vorne? Okay, geht nicht. Hier hinten, zu den Seiten irgendwie. Ja, so, dann kann man noch mal so ein paar Granaten in die Luft schießen. Und hier noch mal ein bisschen von denen. Von denen können wir gleich ein paar mehr nehmen. So, okay, jetzt haben wir kaum noch Kohle. Dann machen wir uns noch eine Kanone hier oben dran. Ja, hat schon was, hat schon was. Jetzt gehen wir das ganze Ding lackieren. Und zwar in diesem schönen Modus. Oh, das ist auffällig. Gefällt mir. Interessant, das gefällt mir. Und das nennen wir Hydro-Monster. Wow, Hydro-Monster. Geil. Das ist sogar so ein bisschen getarnt, weil es so bläulich ist. Okay, jetzt können wir noch ein paar davon bauen, kreieren. Aber dafür müssen wir erstmal hier rausgehen und können dann hier klicken. Zack, zack, zack. Drei Stück gleich. Und dann können wir den angreifen. Boom, 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 boom. Ich bin ein Boom, 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 Boomerang. Schon wieder einer zu viel. So, der ist zerstört, dann nehmen wir das ein. Irgendwo greift es noch an. Den machen wir danach kaputt. So, wo war denn das, was wir einnehmen wollten? Okay, da sind sie schon noch dabei. Und hier sind wir auch noch dabei. Ja, es geht aber. Geht voran auf jeden Fall. Wir haben es bald. Hinten ist noch ein Geschützturm. Ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Gehen wir nochmal hier hin. Nein. Wo wollte ich hin? Dahin wollte ich. So. Gehört ihr jetzt mir? Wo sind meine ganzen Schiffe? Ah, okay. Ihr seid klug, ihr seid klug. Ihr macht schon das, was ich wollte. Ja, sehr schön. Habt ihr die auch eingenommen? Ja, bestimmt, ne? Dann werdet ihr erstmal hier hin. Beschützen ein wenig. Und dann schaue ich nochmal nach meinem paar Fahrzeugen, die dieses eine Gewürzgesier einnehmen sollten. Okay, haben sie gemacht. Dann könnt ihr auch schon mal zurück zur Heimatbasis, wo auch immer die ist. Ich habe hier ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten. Dahin. Die feiern immer eine Party. So, dann nehmen wir das ein. Und während wir das einnehmen, werde ich mich schon mal so ein bisschen von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und für die letzte Folge, die so ein bisschen gefailed war, habe ich auch ein Entschädigungs- oder Entschuldigungsvideo, so ein kleines Special von MTB Freeride. Und wenn ihr euch das angucken wollt, da lasse ich auch nochmal hier so einen Anmerkungsbutton, den ihr draufklicken könnt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, schreibt gerne Kommentare und schaut doch das nächste Mal vorbei, wenn es heißt Philly Boy zockt. Ja, und dann bis dahin, euer Philly Boy. Bleibt mit treu.